Müsst ihr nach einem Unfall immer die Polizei rufen? Hattet ihr nur einen kleinen Unfall und es klar, wer Schuld hat, dann reicht es, wenn ihr gegenseitig eure Daten austauscht und die Namen und Adressen der Zeugen aufschreibt. Hier braucht ihr keine Polizei zu rufen. Anders sieht es aus, wenn der Unfallgegner gar nicht vor Ort ist, weil dann müsst ihr die Polizei rufen, um euch nicht wegen Fahrerflucht strafbar zu machen. Damit ihr später keine Probleme bei der Schadensabwicklung habt, solltet ihr die Polizei immer rufen, wenn ihr zum Beispiel einen Wildunfall hattet oder ihr mit einem Auto unterwegs wart, das zum Beispiel geleast ist. Oder auch dann, wenn ihr das Gefühl habt, dass der andere vielleicht 2, 3 Bier zu viel getrunken hat. Die 110 solltet ihr natürlich wählen, wenn es einen schweren Unfall gab, zum Beispiel mit Verletzten. Oder auch dann, wenn die Unfallstelle abgesichert werden muss. Aber wie ist das eigentlich?